Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich habe heute Morgen für euch ein schönes Video aus Grimma, von GNS Grimma, vom André. Da schalten wir jetzt mal hin und da wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. Tja, das Osterwochenende ist vorbei. Wie wir an der Schiffsmühle gestanden haben, wie die Installation bei Guido am Monster funktioniert hat bis jetzt, das habt ihr in einem anderen YouTube-Video gesehen. Und bei uns geht es jetzt direkt weiter mit einem Kastenwagen auf Citroën Jumbo Basis. Den wollte ich euch kurz vorstellen. Der hat von uns bekommen einen Batteriecomputer. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Es war schon ein Batteriecomputer drin. Wechselrichter, Netzvorrangschaltung und eine kleine Solaranlage. 240 Watt Blackkontakt, wie immer. Und wie das drin aussieht, da nehme ich euch mit und das zeige ich euch. Also wir haben hier einen Citroën Jumbo, ein Clever Vans auf Citroën Jumbo Basis. Da gehen wir kurz ums Auto und gucken uns den von draußen mal an. Da ist einiges in Eigenregie schon passiert. Der Lithium-Umbau, den hat der Kunde selber schon gemacht. Er hat den Kompressorkühlschrank drin. Und wir haben, wie gesagt, die kleine Solaranlage, 240 Watt Blackkontakt. Wie das aussieht auf dem Dach, das zeige ich euch gleich. Aber wir gehen dann erstmal ins Auto. So sieht das Ganze hier drin aus. Die Polster haben wir noch nicht dran gemacht, um euch das zeigen zu können. Also hier unter dem Beifahrersitz ist eine 100 Amperestunden Lithium und unter dem Fahrersitz ist eine zweite 100 Amperestunden. In der Summe 200 Amperestunden. Das hat der Kunde schon mal selber gemacht. Dieser Victron Solarregler ist in Eigenregie hier hineingekommen, installiert worden für die Solartasche. Und hier war was Besonderes. Die beiden Batterien waren nicht direkt miteinander verbunden, sondern hier vorn unter der Matte an einem Punkt zusammengeführt. Die Verkabelung haben wir, das haben wir erst gesehen, wo wir die Sitze runtergebaut haben. Die Verkabelung haben wir natürlich geändert. Im Zuge der Wechselrichterinstallation haben wir die beiden Batterien mit dem gleichen Querschnitt miteinander verbunden, wie der Wechselrichter angeschlossen ist. Das war also komplett verkehrt. Das haben wir natürlich geändert, als wir das gesehen haben, so dass der Querschnitt, die Verbindung zwischen beiden Batterien und dem Wechselrichter im gleichen Querschnitt, Kabelquerschnitt, jetzt installiert ist. Da unten drin war ein Batteriecomputer, der lag dort aber einfach nur drin. Das war wie so eine Ampere-Zange. Aber da lief kein Kabel durch. Der war einfach nur unten reingelegt. Also er konnte nie irgendwie was anzeigen. Das haben wir natürlich geändert mit einem neuen Votronic Shunt, weil das Display früher schon hier oben gewesen ist. Das haben wir getauscht, haben einen kompletten Votronic Shunt Batteriecomputer hier eingebaut, den natürlich ordentlich angeschlossen, so dass man sieht jetzt Charge, es wird die Batterie geladen. Und dementsprechend sieht man hier auch die verbleibenden Amperestunden. Der ist natürlich programmiert von uns auf die beiden Batterien, 93%. Hier haben wir die Stunden, was es noch hält. Das wäre in dem jetzigen Zustand Ewigkeiten, weil wir keine Abnehmer gerade da haben. Die Starterbatterie ist jetzt mit im Blick, die war vorher auch nicht mit angeschlossen. Das haben wir alles gemacht. Und hier haben wir die Spannung an den Lithiumbatterien. Genau, das haben wir also geändert, haben das einmal in ordentlich gemacht. Hier unten drin in dem großen Fach war es ganz wichtig, dass hier vorn die Kiste Bier noch Platz findet. Deswegen haben wir unsere Installation folgendermaßen gemacht. Der Ladebooster hier war schon drin. Wir haben unseren 2 kW Wechselrichter von IVT hier unten angebracht, hinten an die doppelte Badwand. Somit bleibt das komplette Fach hier unten frei. Unsere Umschaltbox von der Netzvorrangschaltung. Das komplette Fach kann somit genutzt werden und der Bierkasten hat auf alle Fälle noch Platz. Die restliche Installation ist hier unter dem Fach drin. Das stelle ich bloß mal beiseite.
Das normale Ladegerät haben wir rausgebaut. Wir haben hier ein Victron Ladegerät eingebaut mit 30 Ampere Leistung, Bluetooth-Steuerung. Da ist unser neuer Solarregler mit drin. Die drei Geräte, wie wir es immer sagen, haben wir miteinander vernetzt in einem eigenen Netzwerk. Warum? Weil es Victron einfach kann. Und somit schließen die drei Geräte sich jetzt kurz, wer am effektivsten oder wie man am effektivsten die Batterie lädt oder die Batterien lädt, so dass so viel wie möglich Energie in die Batterien reingeht. Unser zusätzlicher FI, der ist hiermit eingebracht für die zusätzliche 230 Volt Installation vom Wechselrichter, immer mit FI, anders gar nicht. Die große Sicherung ist in der Nähe von dieser Batterie mit drin und somit ist das Fahrzeug fertig und wir können es übergeben. Wie das auf dem Dach aussieht, zeige ich euch gleich. Hier haben wir das Panel vom Wechselrichter hingemacht. Da kann es von der Sitzgruppe her aus der Wechselrichter gleich ein- und ausgeschalten werden, da wir hier unten sowieso eine Verteilerdose vom Kunden haben, kann hier gleich was angesteckt werden. Jetzt gucken wir noch kurz aufs Dach, dann wird der Kunde schon kommen und dann können wir das Fahrzeug übergeben. So, und wie das auf dem Dach aussieht, gucken wir uns mal an. Wir stehen hier nochmal zwischendrin. Das Video von heute, von letztens habt ihr gesehen, die neue Firma ist noch nicht ganz fertig. Deswegen stehen wir hier mal zwischendrin. Also, wir haben ein dunkles Fahrzeug. Logischerweise wird dann auch dunkler Kleber dafür benutzt. Hier haben wir die zwei Module. Hier ist noch ein bisschen Platz für eventuelle Nachrüstungen. Das will sich der Kunde aber vorbehalten. Hier haben wir unsere Dachdurchführung, die natürlich auch in Schwarz gehalten. Und somit kann es jetzt losgehen. Kleine, aber feine Solaranlage mit der Option zum Aufrüsten. Wie immer Blechkontakt, Lötstreifen frei. Die Erträge habt ihr im letzten Video gesehen von Guido. Was darunter kommt, was man da an Erträge erzielen kann. Also unsere Solarregler sind gemessen oder bemessen für die Solaranlage, laufen dann meistens unter Volllast, also die Solaranlage bringt genau das, was er verspricht. Und von der Seite her können wir das ruhigen Gewissens so herausgeben, dunkler Kleber, saubere Naht, und somit kann das Fahrzeug jetzt ausgeliefert werden. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, gönnt euch was. Euer Guido von GNS TV.